Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei 30 Tagen Adventures und ja, herzlich willkommen bei einem der interessanteren Sierra Adventures, Phantasmagoria. Es gibt bekanntermaßen zwei Teile davon. Phantasmagoria 2 ist halt noch ein Tacken beschissener. Sag ich mal einfach, es ist noch verrückter. Aber Phantasmagoria 2 ist eins der wenigen Spiele, wo die deutsche Fassung weniger zensiert ist als die internationale Fassung. Und das ist kein Scherz. So. Für die Leute, die tatsächlich Phantasmagoria nicht kennen, so die zwei. Roberta Williams, die Erfinderin von King's Quest und auch von Laura Bowen, also hat so ein Faible für Morde. Das ist so die dunkle Seite von Roberta. Und das ist jetzt Phantasmagoria. Und nach dem Intro sehen wir gleich wieder. Es ist die deutsche Fassung, bevor einer das wissen will. Die deutsche Fassung finde ich persönlich zum Kotzen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. So, starten wir. Die Synchro ist nämlich scheiße. Ja, Retro sprach gerade von Mord und Sex. Ja, es gibt, da ist übrigens unsere Protagonistin. Da wird sie gerade wach. Hättest du mal nicht das Haus gekauft. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Adrian. Deutsche Synchro ist total toll. Es war nur ein böser Traum. Du musst keine Angst haben. Ich tippe dagegen. Ach, das ist die Knatter-Knatter-Szene. Ja gut, die Knatter-Knatter-Szene unterbrechen wir mal eben schnell. Ihr könnt euch denken, warum? Zack. Fangen wir mit Kapitel 1 natürlich an. Sonntag, 16. Oktober, 9 Uhr. Morgen, Liebling. Morgen, Schatz. Wie wär's mit einer Tasse Kaffee? Ja, eine riesige. Synchro ist super, ne? Jemand hat mich mitten in der Nacht aufgeweckt. Ich hatte einen Albtraum, tut mir leid. Letzte Nacht scheint dich das nicht gestört zu haben. Ah, nee. War unsere erste Nacht hier, ist noch ungewohnt, mehr nicht. Ja, ich weiß.
klingt dumm, aber dieses Haus ist komisch. Stimmt, es ist anders. Der Typ, der es gebaut hat, war wohl ziemlich abgefahren. Hi, Spaß. Wie geht's dir? Na, was hast du denn heute vor, Liebling? Ich weiß noch nicht. Ich habe schon fast alles ausgepackt. Und vielleicht sehe ich mir die Umgebung an. Und du? Also dieses Badezimmer im ersten Stock. Ja? Ich möchte daraus eine Dunkelkammer machen. Es dürfte den Rest der Woche dauern. Mit Sicherheit. Hey, was ist in der Schachtel? Oh, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht reingeschaut. Schauen wir mal. Oh, Weihnachtsschmuck. Hey, schau mal. Was ist das? Moment. Erinnerst du dich daran? Ja, das war mein Halloween-Geschenk. Du Ratte! Es war Weihnachten, als du mir den Antrag gemacht hast. Bist du dir sicher, dass ich... Ja. Natürlich, natürlich, jetzt erinnere ich mich. In Ordnung, Freispruch. Na, ich fange lieber mal an. Ich habe noch viel zu tun heute. Weißt du was? Ich glaube, das behalte ich. Erinnert mich an diese schicksalsträchtige Nacht. Arbeite nicht so hart. Bis später. So, ist die Cutscene jetzt vorbei? Also so fängt jedes Kapitel an mit irgendeiner Cutscene. So, jetzt sind wir drin. Also, für die Leute, also das, was der Silver sagt, Stella Stevens, das weiß ich nicht. Ist das Stella Stevens? Ich kann ihn nicht zuordnen. Vielleicht hast du sogar recht, keine Ahnung, kann ich hier nicht bestätigen. Was ganz lustig ist, was die Schauspielerin übrigens wirklich hatte, alles, was ihr hier seht, die haben das wirklich vor einem Green- bzw. Bluescreen gemacht. Da steht nichts. Es gibt auf dem Game gibt es auch ein Making-of. Oder ich glaube, nee, das war bei der Roberta-Kollektion, genau. Bei der Roberta Williams Anthology gab es ein Making-of von Phantasmagoria. Und dann hast du gesehen, dass die wirklich nur im Studio waren. Die waren da irgendwie 7 oder 8 Wochen und haben das ganze Ding abgefilmt. Und alles, was ihr seht, ist alles aus dem Rechner. Die hatten nichts, mit dem die arbeiten. Deswegen guckt die manchmal auch, als würde die irgendwie gegen die Wand gucken. Aber das ist ganz, ganz interessant. So, dann fangen wir jetzt mal an. Steh erstmal auf. Die hat auch nur ein paar Bildschirmsequenzen. Ich glaube, auch eine Hotspot-Abzeige gibt es hier, glaube ich, auch noch nicht. Guck mal, erstmal ein bisschen durchs Haus irren. Irgendwann kann man sich auch orientieren. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Der Spiegel ist später auch eine blöde Idee. Es ist vieles, was in diesem Haus eine ganz blöde Idee ist. Gibt zum Beispiel auch einen Stuhl, auf den man sich nicht setzen sollte. So, erstmal orientieren. Erstmal an die super Perspektive gewöhnen. Ich glaube, es kommen immer so mehr Locations auch von Kapitel zu Kapitel zu. Ich glaube, am Anfang ist auch noch nicht wahnsinnig viel begehbar. Du kannst auch später in so eine Stadt fahren. Das macht sie, glaube ich, aber am Anfang auch nicht. Es ist auch ein bisschen, ihr kennt sicherlich diese Games, wo in gewissen Stunden und gewissen Szenen was passiert. Das haben sie hier auch gemacht. Es gibt also Sachen, wo also auch mal, wenn du da irgendwie rumläufst, gar nichts passiert. Dafür allerdings in anderen Zeiten kriegst du eine Cutscene. Kann ich schon in der Stadt? Mal gucken.
Wenn ja, gucken wir uns mal die Stadt an. Scheint zu gehen. Da haben sie das Willkommensschild sogar übersetzt. Natürlich. Auch die Stadt gab's nicht. Alles wie schon das Studio. Fella, what a good boy. Das ist Englisch? Okay, mache ich etwas, was ich gar nicht machen sollte? Sie hat auch immer typische Animationen, wenn sie sich dreht und sowas. Also, ne? Das Problem eben, wenn man alles von der Videowand macht. Siehst du, wir können mit den Leuten noch gar nicht interagieren. Sehen, wir sind hier noch viel zu früh. Interessant, ne? Ich habe das gar nicht. Ich habe das die Videosequenz gar nicht mehr so grottige Erinnerung, wie es ist, ne? Ich meine, für damalige Verhältnisse war das sensationell, aber. Ja, den Hund kann ich mir auch noch erinnern. Nice doggy. Good dog. Good boy. Ist geil in Englisch. Also ich darf hier mit Sicherheit noch nicht sein. Ich mache gerade Game Breaker. Weil wir müssen nämlich da zum Nachbarn. Irgendwann. So, ich würde aber sagen, das reicht als kleinen Einschnitt. Also, wie ihr schon gesehen, die Knatter-Knatter-Szene, da gibt es, glaube ich, später auch nochmal irgendwie noch ein bisschen mehr, glaube ich. Mit mehr Force, so drücke ich es mal aus. Und was gemordet wird, jo, ich nehme mal vorweg, es gibt hier auch Blut zu sehen. So ist das nun nicht. Und Phantasmagoria 2 ist ein ganz anderes Setting. Das ist aber völlig durchgedreht. Völlig durchgedreht. Aber wie gesagt, da sage ich ja, macht die deutsche Fassung mehr Sinn als die internationale. Warum auch immer. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ja, kommen wir mal zu einem weiteren Titel. Bis gleich.